Platz 4, Crash and the Boys Street Challenge. Die Köpfe, wenn man sie so anschaut, du hast sie von einem anderen Spiel gekannt. Ja, so ein Fußballspiel auf dem Gameboy, auf dem Schwarz-Weiß. Ja, genau, auf dem NES hat es ja auch gegeben, World Cup. Nein, die ist das gewesen, oder? Und das hat geflackert und gemacht. Aber eben ist von der gleichen Macher und da auch einfach, der Humor ist einfach genial, oder? Und die machen ein bisschen ganz spezielle Sportarten da. Ja, aber am Anfang denkt man, hey, Track and Field, wir kennen es, und dann ist doch in Extremis alles. Ja, genau, das ist der vierte spaßige Platz.